Hi guys, and welcome back to Lingoni. My name is Jenny, and today we're going to talk about possessive articles in the accusative case. Let's take a closer look. My, your, his, her, our, their, your, those are possessive articles in English. What do they look like in German? So if you want to say my car, you would say mein Auto. Your car would be dein Auto, sein Auto, ihr Auto, unser Auto, euer Auto, ihr Auto, ihr Auto in the formal way. If you want to review possessive articles in the nominative case, you can watch this video right here. In the accusative case, those possessive articles are almost the same, except for when the word is masculine. Let's take a look at neutral words. Das Auto. Ich suche mein Auto. I am looking for my car. Du suchst dein Auto. Er sucht sein Auto. Sie sucht ihr Auto. Wir suchen unser Auto. Ihr sucht euer Auto. Sie suchen ihr Auto. Informal, sie suchen ihr Auto. Just like in the nominative case. In the sentence, ich suche mein Auto, ich would be the subject and mein Auto would be the direct object. That's why it takes the accusative case. Das Haus is also neutral. Ich mag ihr Haus. I like their house. Ich mag ihr Haus. Sie mag mein Haus. Magst du mein Haus? Ich mag euer Haus. Das Motorrad. Er repariert sein Motorrad. He's fixing his motorcycle. Er repariert sein Motorrad. Sie repariert ihr Motorrad. Wir reparieren unser Motorrad. Reparierst du dein Motorrad? Das Geld. Also neutral. Ich zähle mein Geld. I'm counting my money. Er zählt sein Geld. Zählst du dein Geld? Wir zählen unser Geld. Sie zählen ihr Geld. Ich hole mein Fahrrad. I'm getting my bike. Ich hole mein Fahrrad. Wir holen unsere Fahrräder. Sie holen ihre Fahrräder. Er holt sein Fahrrad. Sie holt ihr Fahrrad. Kannst du mir dein Rezept geben? Das Essen war einfach so lecker. Ich habe ihr Rezept bekommen. Er hat mein Rezept bekommen. Wir haben ihr Rezept bekommen. Das Zeugnis, the report card. Er möchte dein Zeugnis sehen. He would like to see your report card. Er möchte dein Zeugnis sehen. Sie möchte mein Zeugnis sehen. She'd like to see my report card. Sie möchte mein Zeugnis sehen. Möchtest du mein Zeugnis sehen? Möchtet ihr mein Zeugnis sehen? So what happens if it's a feminine word, a feminine noun? In that case, we just add an E. Ich mag eure Wohnung. Mögt ihr meine Wohnung? Ich räume meine Wohnung auf. I'm cleaning up my apartment. Ich räume meine Wohnung auf. Ich dekoriere meine Wohnung. Er putzt seine Wohnung. Die Brille. Er sucht seine Brille. Die Brille, so it's seine Brille. Sie sucht ihre Brille. Ich suche meine Brille. Oder Sonnenbrille, die Sonnenbrille. Ich suche meine Sonnenbrille. Hast du deine Sonnenbrille gefunden? Sie mag ihre Mutter. She likes her mother. Ich mag meine Mutter. Wir mögen unsere Mutter. Sie mögen ihre Mutter. Er repariert meine Waschmaschine. Now what happens if the noun is masculine? In that case, the possessive pronoun has an en at the end. Let's take the word der Vater, the father, that's masculine. Er sucht seinen Vater. He's looking for his father. Seinen. Seinen Vater is in the accusative case because he is looking for him. So the father is the direct object. Ich suche meinen Vater. Habt ihr euren Vater gefunden? Haben Sie Ihren Vater gefunden? Ich muss meinen Termin absagen. I have to cancel my appointment. Ich muss meinen Termin absagen. Sie muss ihren Termin absagen. Musst du deinen Termin absagen? Do you have to cancel your appointment? Sie packt ihren Koffer.
She's packing her suitcase. Der Koffer, so it's ihren Koffer. Wir packen unsere Koffer, more than one suitcase. Habt ihr schon eure Koffer gepackt? Sie haben ihre Koffer noch nicht gepackt. Der Schlüssel. Ich suche meinen Schlüssel. Er sucht seinen Schlüssel. Hast du deinen Schlüssel gefunden? Der Führerschein, the driver's license. Ich brauche meinen Führerschein, aber ich finde ihn nicht. So ein Mist. Der Chef. Er ruft seinen Chef an. He's calling his boss. Er ruft seinen Chef an. Ich muss meinen Chef anrufen. Or it's a female boss. Ich muss meine Chefin anrufen. Meine Chefin, aber meinen Chef. Meine Mutter, meinen Vater. Meine Schwester, meinen Bruder. If the noun is plural, it works exactly like feminine nouns. Ich suche meine Schlüssel. I'm looking for my keys. Ich suche meine Eltern. I'm looking for my parents. Ich suche meine Socken. I'm looking for my socks. Er sucht seine Koffer. He's looking for his suitcases. Er sucht seine Koffer. Ich suche meine Unterlagen. I'm looking for my documents. Ich suche meine Unterlagen. Ich brauche meine Klamotten. I need my clothes. Ich brauche meine Klamotten. Now you know how possessive articles work in the accusative case. If you want to practice what you learned today, you can go to lingoni.com. We have hundreds of PDF worksheets for you guys, thousands of interactive exercises, we have a pronunciation tool, exclusive videos, and podcasts for your listening comprehension. Bis bald, tschüss!